Da kommt nur ein Error-Zeichen raus. Ah, ich will hier raus. Ja, dann kill dich halt mal, was weiß ich. Good idea. So. Funktioniert anscheinend nicht. Giving to... Hä? Was? Steht da? Ja, gar nichts. Es reagiert einfach nicht. Warte mal, Reviving Tool? Wo bist du denn genau? Giving to do a Pokeball Revive. Weiß nicht, ob das kommt, wenn ich Kill schreibe. Nee, das kommt einfach random. Hm. Ja, schön. Dann verbleiben wir jetzt erstmal so. Lol, ich kann die toten Pokémons wiederbeleben. Ich habe auch diesen Stab in der Hand. Ja, das ist... Ja, den Stab sehe ich. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ich habe permanent diesen Stab in der Hand. Warte mal, dann vielleicht kommst du so wieder frei. Oh! Hä? Was war das jetzt? Oh. Ja, keine Ahnung. Ja. Zack. Mach mal dieses scheiß Headcrab-Hurensohn-Viech tot. Warum ist das jetzt kleiner geworden? Habe ich jetzt einen Headcrab gefangen? Ich liebe es, wie Garry's Mann einfach nur leckt. Ja, komische Sache. Äußerst suspekt. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viele Errorzeichen hier und anderen Müll. Kannte man nicht den Pokéball. Er wird ja die ganze Map durchgenudelt. Und versaut. Und die Errorzeichen gehen auch wieder nicht weg. Na klasse. Überall liegen Leichen rum. Ganz toll. Auf unserem Spielfeld. Wo wir gleich spielen wollten. Wo ist Kantel jetzt? Ich hab aufgeräumt. Ja, der ist disconnected. Probier die ganze Zeit neu zu joinen, aber es dauert anscheinend Minuten. Soll ich mal unterbrechen dann? Nee. Sending Client Info müsst jetzt. Error, geh weg. Okay. Was habe ich daraus gelernt? Wir schauen uns einen sehr spannenden Bildschirm an. Benutzt keinen Admin-Ball, wenn du nicht weißt, wie er funktioniert. Du benutzt ja anscheinend echt. Du stehst anscheinend echt auf Admin-Bälle, ne? Ja, natürlich. Ich habe ja Admin-Bälle. Du nicht. Ah. Du hast nur Kinderbälle. Ja. Oh. Wo ist die gottverdammte Seifenblasenwaffe? Ach, da. Au! Ja. Rache fürs Pokémon! Yeah! Rache fürs Rache nehmen! Yay! Schön. Aber warte mal, aber wir können trotzdem noch unser Match durchführen. Ja, oder? Natürlich. Wo ist Kevin? Da hinten. Der ist da hinten mit seiner Sniper. Okay, wenn die Kinder wieder spielen, baue ich weiter. Ja. Diese Errorzeichen. Gehst du mal von meiner Gitarre runter? Was hast du denn da? Geh weg! Geh weg! Guck dir nur. LOL. Nein! Was ist jetzt passiert? Idiosto! Ich hab nichts gemacht! Ich bin wieder in deiner Scheiße drin! Ja, jetzt sehe ich den Ball! Kevin, warst das du? Nein! Kevin, hör mal auf! Wo ist er jetzt ich hin? Ich bin das nicht! Wo bist du? Warum schießt du mit Seifenblasen? Weil ich in deinem scheiß Pokémon stecke und versuche mich zu wehren! Hör mal auf, ohne Scheiß, hör mal auf jetzt! Ich hab nichts gemacht! Jetzt lag gerade der Pokéball da, aber jetzt hast du ihn weggeschossen. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ansonsten hätte ich an dem Ball rumprobiert. Warte mal, bleib mal stehen. Wieso bist du... Hast du einen Pokéball genommen oder so? Vielleicht lag da noch einer. Überhaupt nichts reingezogen. Ich wurde in den Pokéball reingezogen. wo ist er denn? Anscheinend kann ich dich nicht töten, obwohl da jetzt 20 Liter Blut von dir liegt auf dem Boden. Ich werf mal meinen Admin-Pokéball. Ja, ich bewege mich, mein Pokéball. Ja, ich hab dich freigelassen. Ja. Cool, dann lasse ich dich jetzt nochmal frei. Mal schauen, was passiert. Nein. Ein Errorzeichen. Mitten im Schussfeld. No. Das ist ganz schlecht. Rache. Okay, du willst wohl wieder gefangen werden, glaube ich. Nein, Rache. Nein, nicht fangen, bitte. Dann fange ich. Kein Pokémon. Dann fange ich halt jetzt deine ganze Basis eins nach dem anderen ein. Nein.
Nein! Ja! Nein. Ich hab ihn erwischt! Oh, goddammit! Sorry, du hast es provoziert, mein Freund. So, jetzt lass ihn frei. Ich hänge immer noch in Tulus. Ah. Lol, wieso kommen da nur noch Arrow-Zeichen raus? Oh, du kommst jetzt, nicht mehr raus. Ich komm nicht mehr raus, Mann. Alter, Glitch, du. Ich hab dich doch vorhin auch wieder rausgekriegt, Mann. Ich hab nur diesen normalen Pokéball geworfen. Dann press einfach mal vernünftig. Ich press, aber da kommen nur Arrow-Zeichen raus. Ich hasse dich. Ich kann auch die Waffe nicht mehr wechseln, Mann. Au. Hab ich dich getroffen? Ja, wenn ich, sobald ich mich da in deinen Fleck da reinstelle. Jetzt hab ich die Waffe gewechselt. Jetzt geht's vielleicht wieder. Werf mich. Hab ich. Errorzeichen. Mach das gleiche, wie du vorhin getan hast. Ja, dann musst du einen Relock machen. Nein. Ja. Muss so funktionieren. Guck mal, wie die Map aussieht, Alter. Ich mach noch mehr. Eins ist weg. Lol, ich kann die bewegen. Lass die Grantelbarts in Ruhe. Keine Ahnung, irgendwie musst du einen Relock machen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Hör mal auf zu schießen. Nervt du, wir. Ach, jetzt ist er schon weg. Doch mal mit scheiß Pokebällen ein, ey. Liebe Zuschauer, bedankt euch bei Arschdo. Ja, wenn Grantel nicht die ganze Zeit ärgern würde. Das ist doch Teil dieser Show, mein Freund. Ja. Selbiges mache ich auch bei dir. Naja. Mounting Addons. Okay, ich würde sagen, wir machen den letzten Feinschliff an der Base. Bin schon dabei. Wenn ich dann wieder drauf bin und dann feinschleifen darf. Wie sieht es bei mir denn aus, ja? Welche Waffe wollen wir denn nehmen? Ja, das ist auch so eine Frage. Ja, das würde ich dann entscheiden, wenn wir klein sind. Ich würde vorschlagen, auf jeden Fall eine Sniper. Oh, die Waffe ist ja groß dann, oder? Wir werden auf jeden Fall eine Distanz. Oh, ja. Stimmt. Scheiße, Alter. Das wird dann lustig aussehen. Lol, aber da wissen wir ungefähr immer, wo wir sind. Also für den Fall, dass die Zuschauer nicht wissen, was abgeht. Man ist. Alter. Kevin, hörst du drauf, meine DS zu zerschießen? Happy Wheels da was ist das? Der fette Grantelwart hat Hunger. Was leckt denn hier wieder? Alter. Mein Garry's Mod ist ausgegangen. What the fuck? Das klingt nach Qualität. Grantelwart timed out. Mein Garry's Mod ist einfach ausgegangen. Zumindest bleibt dein Zeug hier erhalten. Super. Das ist ja die Hauptsache. Ah, schön. Chaos, wie immer. Und es ist auch völlig egal, dass irgendwie die Aufnahmen jetzt vollkommen asynchron zu meinem Ton sind. Da muss ich jetzt wieder stundenlang gucken, wo ich dann was gesagt habe und wo ich dann was geklickt habe. Ah, so macht das Spaß. Und jetzt bin ich natürlich auch im Hauptmenü und der Kevin stapelt die Sachen runterladen. Der Kevin stapelt die Errorzeichen. Zack. Komm, Kevin, machen wir uns schon mal klein. Okay. Zack. Ich weiß nicht, wie es geht, aber und, ja. Zack. Dann schrumpf ich dich mal. Machen wir mal 0. Ihr Schrumpfpenisse. 0,11. Das ist noch zu groß. Gottverdammt, Schrumpfpenisse. Ja, ist zu groß. Ja. Die Aufnahme sollte deine ich eigentlich ist gut. Ladezeit. Nee, ich hab dieselbe. Ich hab dieselbe. Schön, dass du mir zuhörst. Was Ladezeit-Simulator? Ladescreen-Simulator. Deine Größe ist gut. Warte, bleib stehen, ich treff dich nicht. Ah, jetzt. Ja, perfekt. Oder? Aber für einen Aschenbecher noch viel zu groß. Du willst da rein? Ja, dachte ich halt eigentlich. Nein, das schaffst du doch nicht. Warte, ich mach mal das minimalst Mögliche. So. Lol, ich passe in den Aschenbecher. Echt? Aber der schwebt. Echt, der schwebt? Und ich komme gar nicht rein. Bei mir schwebt alles. Sehen kann. Das ist sehr interessant. Warum schwebt bei mir alles? Ja, endlich. Mann, weh, du fängst dich nochmal mit irgendeiner Scheiße ein. Okay, jetzt bin ich ziemlich klein. Ah, okay, bei dir schwebt aber auch alles. Ich kann nicht genau erkennen, wo ich hier bin. Au! Was soll das denn? What the fuck, dann wirst du wieder groß.
Deine Leiche wird riesig. Darf ich erstmal 2 Kilometer laufen? Das war ich ausnahmsweise nicht. Ja, das war ich leider. Tut, ich muss klein werden. Ja, wenn du mal wieder herkommen würdest. Bin bei dir, an der Base. 0,6. Passt das? Wer ist denn das? Ach, der Ameisenbart. Ich laufe hier gerade. Komm mal rüber. Scheiß Base. Ich sehe, das sind leuchtende, laufende Flecken. Was ist das? Schau mal her, wie das aussieht, wenn man läuft hier. So, ich komme ja gar nicht hoch in den Aschenbecher, so klein bin ich. Den kann man eh nicht, also diese Öffnungen funktionieren nicht. Warum? Ja, ich komme in meinen Aschenbecher auch nicht rein. Wer stellt da ein Sofa davor? Und wer schmeißt schon wieder mit Pokebällen? Nicht mit Pokebällen werfen. Ich habe einen Pokeball gehört. Das Sofa packt mich fest. Ich komme hier nicht mehr raus, Scheiße. Meine Melone. Deine Melone. Die Melone hat mich aufgefressen, Alter. So. Also, Größe machen wir jetzt alle hier 0,1. So. Kevin ist ein Zwerg. Waffe weiß ich noch nicht. Wow, schon wieder ein Pokéball. Wie groß er ist. Wer wirft denn immer Pokébälle? Du, ich hab doch gesehen, wie du ihn mit deiner Gun da hattest. Wie klein bist du denn? So klein wirst du jetzt eigentlich auch. Ja. Eigentlich. Du bist ja richtig winzig, Alter. Warum erwisch ich dich nicht? Warum kann ich dich nicht kleiner machen? Ups. Ist fast tot. Was spawnt ihr da schon wieder für Riesensachen? Ich bin immer noch groß. Nein. Leckt das Spiel bei euch auch so? Nein. Du musst immer noch töten. Ja. So, ich töte mich jetzt selber, dann rüste ich mich aus und stelle mich in mein verschissenes Lager. Meine Base ist eine komplette Katastrophe. Und ich muss 20 Kilometer laufen. Da funktioniert überhaupt nichts. Du, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vor allen Dingen zu eurer Base, ich werde niemals auch nur ansatzweise so weit schießen können. Ah, schön. So, ich will da mal eine Waffe ausnehmen. Einfach nur mal zum Test, da, aus Witz. So. Ich bin auf die Wiese gefallen und komme nicht mehr hoch. Doch, jetzt. So, Moment, nehmen wir einfach mal die Autosniper in CSS. Wo seid ihr denn? Ich bin irgendwo am Rumlaufen. Ja. Lol, ich sehe eine riesige Sniper da rumstehen. Das bin ich. Ja, schön. Lol. Kann man immerhin sehen. Ich kann durch mein Zeug durchlaufen. Was? Ich kann durch alles einfach durchlaufen, so unten durchbuggen irgendwie. Alter, du bist ja noch kleiner als ich. Wie riesig ist deine Waffe? Wieso bist du so klein? Hä? Wieso bist du so... Warte, dann musst du noch kleiner werden. Nimm mal die Waffe weg, ich sehe sonst nichts. Ja. Nimm mal die Waffe weg. Ich bin auch zu klein für mein Zeug hier. Du bist ja viel zu klein, Dudu. Bleib doch mal stehen. Ein bisschen größer. Ein bisschen größer kannst du dich schon machen. Würde ich sagen. Nicht so groß. Ja, das ist schwierig da. Das sind 0,2 Zahlen hinterm Komma. Jetzt bin ich immer noch so groß. Dann eben 0,02. Mann, wie groß seid ihr? Das ist gut, ja. Ich bin aber immer noch größer wie ihr. Mach uns so groß. Ich muss auch so. Dann hört auf, mich abzustechen. Hallo, wo ist denn jetzt der zweite hin? Ich bin doch, glaube ich, schon da. Moment, ja, ihr seid beide. Also Größe passt, los auf Position, ihr Opfers. Ich bin fast tot. So, ich kill mich nochmal. Will mich auch töten, wie kann ich das? Konsole. Nein! Der ist in Pokéball gelaufen! Ich hab's halt gesehen, nein! Wie diese riesige Waffe in Zeitlupe den Pokéball reinläuft. In der letzten Sekunde habe ich noch gemerkt, Pokéball. Warte, ich glaube, ich kann dich aber rausholen jetzt. Spuck mich aus. Läuft die Waffe in den Pokéball, Mann. Wie geil. Oh, oh, fuck, Alter. Warte, wo ist denn der Pokéball? Was machst du da, Kevin? Warum ist das Bomben-Symbol? So. Aber dafür werfe ich dich jetzt ganz weit weg. Und? Es funktioniert nicht. Nein, da kommt nur ein Errorzeichen raus.
Warte mal, wo ist der Pokéball? Hör auf, nichts machen, nichts machen. Vielleicht will ich den Pokéball aufnehmen. Jawohl, ja. Ich hab dich. Und wenn ich dich jetzt werf, dann kommst du bestimmt raus.